Okay. Gut, ich guck mir ganz kurz mal an, wo ich hier hin muss. Ich muss Transaktionen. Ich muss auch noch eine Strafe zahlen, steht da. Achso, könnte ich. Moment, könnte ich nicht probieren, ob ich das hier latzen kann? Könnte klappen. Musst du, wie gesagt, bei den Kontakte. Beim Sicherheitsbüro. Büro. Strafen, da hast du es ja. Keine offenen Strafen. Ah, nee, Strafen. Also hier geht's nicht. Dann müsste ich nochmal zu dem Ding da hinfliegen. Muss nach Keramin. Windsturz liest das, was Fusselzombie geschrieben hat. Wo ist denn Fusselzombie? Da oben. Ich empfehle dir bei Gelegenheit dein. Jetzt ist durch. Ah, jetzt kam es nochmal. Danke. Ich empfehle dir bei Gelegenheit, deinen Klasse 3 Schild auszubauen und den gegen einen Klasse 2 zu ersetzen. Und auf Klasse 3 Slot würde ich einen 8er Cargo Container einbauen. Dann erhältst du. Dann hast du 8 Tonnen Platz für Ladung. Weil auf Standard hat die Eagle leider nur 2 Tonnen. Kam das Anschnitzel? Ja. Soll ich das tun? Kann da ich das hier recht. Tun? Wie gesagt, wenn du jetzt bereit bist, auch mal ein bisschen mit Outfitting rumzuspielen, dann ja. Aber das Problem ist, dass du wahrscheinlich auch noch gar nicht genügend Geld hast, um da jetzt großartig was zu fitten. Wie viel Geld hast du denn jetzt im Moment? Müsste ich mal in den Sternhafen gehen? Ich weiß nämlich nicht. 7200. Das reicht nicht. Das reicht nicht, okay. Wird nicht reichen, möchte ich jetzt mal behaupten. Also, würde jetzt erstmal noch. Klasse 3 Schild ausbauen, Klasse 2 Schild einbauen. Und dann 8 Platz Cargo Container. Alles klar, merke ich mir. Gut, dann gucke ich jetzt auf der 1, wo meine Mission ist. Ich muss ins System Crayman. Oh, dabei komme ich doch her, ne? Und dann gucke ich später nochmal, wo ich hin muss. In den Vola Terminal. Also, ich gehe in die Navigation. Ich gehe in die galaktische Karte. Und gehe nach Crayman. Wieso sehe ich jetzt Crayman nicht oder bin ich blind? Crayman war ich doch schon mal, da war ich ganz am Anfang, oder? Da muss ich, glaube ich, auch meine Strafe zahlen. Ja, da musst du deine Strafe zahlen. Wie viele Spieler können gleichzeitig? Also es ist ein Server und es können alle gleichzeitig spielen. Richtig. Allerdings sind dann die einzelnen Systeme in dem Sinne des instanziert. Ich habe Crayman eben noch gesehen. Wieso? Bis zu 32 Spieler dann da rein. Ah, es gibt eine Route, sehr gut. Crayman. So, wir leben ab. Ready for lift off. Chegat, die Ränge haben einen Nutzen. Erstens mal kommst du dann in Systeme rein, in die du normalerweise nicht reinkommst. Da brauchst du eine Permission. Und zweitens gibt es auch Schiffe, die nur spezielle Ränge benutzen können. Zum Beispiel dieser Imperial Clipper, der da mal an mir eben vorbeigeflogen ist. Den können nur imperiale Soldaten sozusagen benutzen. Ich finde das mit Schub geben, um Abstand zu gewinnen, gar nicht so doof, ne? Ja. Capello 74, danke für deinen Follow. Mensch, bei dir rasselt's ja heute rein, ha? Ja, ziemlich. Wie lange machst du das schon? 3 Monate. 3 Monate. Na, dann hast du ja durch die letzten 2 Tage, glaube ich, eine ganz gute Steigerung. Ja. Was? Frameshift abgebrochen, Massensperre. Was? Massensperre. Kein Problem, Chegat. Ich habe eine Massensperre. Was ist das? Massensperre, du bist zu nah an der Station dran und kannst noch nicht springen. Ah, okay. Du musst da erst Abstand gewinnen. Machst du Sperre immer noch. Vollgas! Voice Attack, ja, das werde ich mir auf jeden Fall noch zulegen, da habe ich Bock drauf. Dr. Swiss, schön, dass du wieder am Zocken bist. Muss auch mal gesagt sein, alter Sack, du mich auch. Ja, Dr. Swiss. So, J. Frameshift Drive charging. Frameshift Drive initiated. Und wir laden auf. Und. 4, 3, 2, 1, engage. Achso, Chegat. Ich hoffe, du meintest jetzt die richtigen Ränge. Das fällt mir jetzt gerade auf. Also, es gibt ja einmal die. Den Combat Rank, den Trade Rank und den Explorer Rank. Also der hat keinen wirklichen Einfluss. Das ist nur so, wie jetzt
Lord of Cheesecake gesagt hat, man hat dann eher Schiss vor dem. Wenn er jetzt halt einen besonders hohen Rang hat. Schon wieder ein Follower? Rayvox 93, danke dafür. Interessant, ich darf das, ich bin dabei 72 genauso wie du. Nee, ich bin 74. Ich bin 74, Baujahr. Alter Sack. Nur alte Säcke hier. Nur alte Säcke. Aber sympathische alte Säcke. Ja. Also es gibt die Ränge in den Fraktionen, in den drei Reichen. Ich zeig das jetzt nochmal. Hier unter Status sieht man jetzt Reputation, Federation, Empire und Alliance. Und da sind jeweils die, die Ränge. Ich habe noch keinen Rang. Ich habe noch eine Strafe zu zahlen. Ach ja, stimmt. Muss ich auch noch. Und es gibt, wie gesagt, die Ränge, die sozusagen deinen Fortschritt zeigen. Das ist halt, wie gesagt, der Combat Rank. Je nachdem, je mehr Gegner du abschießt, desto höher bist du dann in diesem Rang. Je mehr du handelst, je mehr Geld du durch handelst. Der Teamspeak dreht gerade durch. Ja. Ich höre dich nicht mehr, Schnitzel. Ich höre dich nur noch total abgehackt. Also entweder liegt's, wow, liegt's an mir. Jetzt, sag nochmal was. Ja, das, also TS laggt, ich kann auch an mir liegen. Ich weiß ja, dein Kumpel ist doch noch hier. Das ist irgendwie nicht zu verstehen. Ich weiß nicht, ob das ist oder zusammen. Okay, wir haben gerade ein bisschen Energie umverteilen, ja, ja. Probier's. Das ist interessant. Wow. Das sind die sphärischen Stürme hier. Okay, ich. Das geht gleich wieder. Sternenhafen. Ula Terminal. Ah, jetzt ist er rausgeflogen. Emanuel, hörst du mich? Emanuel? Okay. Junge, stimmt nicht. Timeout. Jetzt habe ich vergessen, wo ich hin muss. Ola Terminal. Ich glaube, das war das. Hallo? Hallo. Oh, klingt nicht gut. Schnitzel? Hallo? Ne, es klingt immer noch schrecklich. Ja, Teams. Ich könnte alternative Teamspeak-Daten anbieten. Ja. Ich werde das gleich mal machen, wenn ich in der Station bin. Beziehungsweise, wenn ich aus dem Hypertraumsprung-Zeitkontinuum hier raus bin. Wir fixen das gleich, das timed out. Oh Gott, der Server spinnt aber richtig vor mir. Ich nehme jetzt mal vollen Schub weg. So. Okay. Ganz kurz, ich muss mal ganz kurz hier an einer Teamspeak posten, sonst haben wir hier gleich ein Problem. User entered your channel. Geht immer noch nicht, wa? Ja, die hören mich nicht. Geht gleich wieder. Geht gleich weiter. User in your channel timed out. Wir haben es gleich, es sind nur Piratenangriffe gerade hier. Wir haben die Kommunikation verloren. So, gleich haben wir's. Hoffe ich. Die Daten hier im Test, oder?
Ich habe euch unten die Kontaktdaten geschickt. Ja, da ist er. Verschieben. Ach. So, jetzt müssen wir uns wieder hören. Ja, besser. Und jetzt muss nur noch Schnitzel kommen. Jetzt muss nur noch Schnitzel kommen. Das klingt auch richtig gut jetzt. Mhm. Also, du kriegst von mir mal Rechte. User in your channel timed out. Okay, timed out. Ich hoffe, er kriegt jetzt... Kommt er rüber? Wir haben es gleich. Für gewöhnlich ist der TS stabil. Keine Ahnung, jetzt, warum der jetzt da ist er wieder. Moment mal, ich komme gleich rüber. Magst du auf meinen TS rüberkommen? Ja. Okay. Daten habe ich dir geschickt. Hast du? Jetzt hängt er schon wieder raus. Na gut. So, er ist jetzt auf dem Weg. Ich hoffe, er taucht jetzt hier gleich auf. Und wir wollen wieder fortsetzen, wenn wir ein Bild haben. Muss nur gucken, dass er gleich da ist. Geht gleich weiter, Jungs und Mädels. Müssen erstmal wieder die Synapsen kalibrieren. Wann wechselt er denn? Ich höre nicht. Timed out, timed out, timed nicht out. Ich hoffe, er kommt gleich rüber. Na, woran hängt's? User in your channel timed out. Connection lost. Ah, jetzt ist der Server neu gestartet worden. Na gut, die Solarstürme. Dann müssen wir jetzt mal warten. Du hörst mich aber, Emanuel, gell? Ja, ich höre dich. Wunderbar. So, wo ist Schnitzel? Ich komme auf den anderen. Kannst du mal probieren, auf dem TS ihn da irgendwie anzuschreiben, wenn er drüben wieder kommen sollte? Ja, ja. Muss mal kurz hier den Chat wieder einblenden und sehe ich nicht, wann die Leute irgendwas schreiben. So, ich fliege auf jeden Fall mal weiter. Schnitzel kann nicht auf meinem TS. Also wenn es Emanuel geschafft hat, er hat die gleichen Daten bekommen. Warum kommt Schnitzel nicht auf deinen Server? Das weiß ich nicht. Also er hat das PW wahrscheinlich vergessen. Ja, Passwort muss auf jeden Fall. Habe ich aber beides geschickt. Kannst du mir vielleicht nochmal per PN irgendwie anschreiben drüben? Falls der andere Server wieder da sein soll. Connection Lost ist wieder Connection Lost. Okay. Hallo Nilo Matrix. Ja, an die, die dazugekommen sind, wir machen heute einen Dualstream. Wir haben im Moment ein paar Solarstürme, die die Kommunikation hier im All unterbrechen. Aber wir kriegen das schon. Ah, da, wo habe ich die TS-Daten geschickt? Auf einem seinem. Warte mal kurz. Escape. Dann schicke ich die per PN. Send user message. TS. Senden. So. Solla. Oh Gott, völlig aus dem Konzept. So, wieder nach oben. Da.
So zusammen, Trapperweger, schön, dass du eingeschaltet hast. Finn the Babo, hallo. Langsam, verlangsam. Ja, vorbeigeflogen. So, drehen, 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 drehen. Also mal. Da ist er. Moment. So, endlich können wir wieder reden. Das ist ja schwierig. So, kriegst du auch eine Gruppe. Danke. Ja. Da sind wir wieder. Ich läuft der Server eigentlich rund, was der jetzt für Probleme hat. Keine Ahnung, das muss ich dann mal später eruieren. So, ich trete wieder ein. Dann können wir ja jetzt weitermachen. So, dann nehmen wir mal auf 7,5 nähern, dann die Anfrage senden. So langsam habe ich es raus. Wo war ich denn stehen geblieben eigentlich? Ich war immer noch am Handeln. So,7,5 Millionen Credits habe ich jetzt. Ich glaube, es ist Zeit, ein neues Schiffchen zu kaufen. Also ich bin jetzt an so einem Borg-Würfel und da ist auch so ein blauer Eingang, oder? Weil ich muss auf Landeplatz 34. Jetzt ist es wichtig herauszufinden, wo ist der blaue Eingang? Mhm. Hat ja ein paar Seiten, der Würfel. Richtig. Erstmal, der dreht sich ja um seine eigene Achse. Das ist der erste Erkennungspunkt. Zweiter Erkennungspunkt ist, wenn du jetzt links auf den Würfel guckst, neben deinem Radar. Ja. Da werden Pfeile angezeigt, wo der Eingang ist. Siehst du diese Pfeile? Ja, ja. Mhm. Da fliege ich jetzt mal dann hin. Und da musst du hin. Ich hoffe, dass ich das richtig interpretiere. Wies Tom. Danke für dein Follow. Vielen, vielen Dank. So, und Chu hat geschrieben, ich bin noch nicht maximaler Rang im Traden. Wettbewerb gestartet, gilt nur, wenn neue Schmierstandardies anfangen. Elite im Combat, Elite in Exploration. Okay. Scan detected. Ich werde gescannt. Na, ja, das macht nichts. Ich gucke nur, ob du illegale Waren dabei hast. Hast du ja nicht. Also von daher alles gut. Ich raff noch die Steuerung nicht ganz. Also ich raff noch nicht, wie die Navigation hier Richtung Eingang ist. Navigation Richtung Eingang. Ich nehme jetzt mal den Schub komplett weg. Also ich sehe jetzt auf diesem kleinen Mini-Würfelsymbol. Also ich als ersten Tipp halte immer Abstand von dieser Station. Nicht zu nah immer ranfliegen und dann versuchen irgendwo den Eingang zu finden. Das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Da oben ist der Eingang. Oben. Gut. Ich sehe jetzt natürlich den Stream verzerrt, aber da siehst du ja auch eine Type 9 reinfliegen eben. Eine Type 9, natürlich sehe ich die Type 9. Ja, das da oben bei Hinz, der da reingeflogen ist. Wo ist der Eingang? Ich sehe nicht dieses blaue Licht oder sowas in der Art. Ja, du musst auf diese komischen, das sind immer so wie so Antennen, die da rausgucken. Jetzt siehst du es nicht. Also eben hatte ich es gesehen, aber jetzt bist du falsch. Guck auch mal richtig auf die Station. Du siehst ja mehr Cockpit als Station sozusagen. So, jetzt gucke ich richtig auf die Station. Ich habe jetzt zurück mich gefahren im Rückwärtsgang. Ja, du musst viel mehr Abstand nehmen. Also das, was ich jetzt momentan sehe. Beam Delay und so. Okay. Weiß nicht, ob ich das jetzt... Ich bin mir noch nicht sicher mit dieser Navigation von dem Würfel, ob ich das kapiere, in welche Richtung ich drehen muss. Muss ich den Eingang vor mir sehen, virtuell, auf diesem Würfel? Links ist der Eingang. Siehst du jetzt diese, roten und... Ja, da sehe ich ihn. Ich sehe den blauen. Ja, da ist der Eingang. Ach so, ich sehe das Ding praktisch 3D vor mir und dann muss ich praktisch da in die Richtung fliegen. Richtig. Okay, alles klar.
Lord Raute, richtig, Entschuldigung, jetzt habe ich es wieder verpeilt. Folgendermaßen. Du guckst auf dieser Seite hier nach. Moment. Und zwar auf dieser Seite. Was ist jetzt mit meinem Chat passiert? So, was, da, wo muss ich hin? Was hat er mir gesagt? 34. 45. 39. Wo ist denn 34, verdammte Axt? 17, 18, 45. Kackelit, wo ist mein Landeplatz? Das ist manchmal ein Bug, der wird da nicht angezeigt. Warte mal ein paar Sekunden. Das taucht dann gleich auf. Okay, ich drehe mich mal kurz um meine eigene Achse. Ich habe auf jeden Fall mal die Geschwindigkeit reduziert. Du kaufst auf den Stationen Waren, die hoch in der im Angebot sind, also ein 17. High Supply haben. Dann sind die Preise im EK besonders niedrig. Dann versuchst du anhand der Seite, die ich dir jetzt eben gepostet habe, eine passende Station zu finden. Da musst du suchen, am besten in der Galaxy Map. Musst du eine passende Station finden, die dann einen Demand High hat, also eine hohe Nachfrage nach diesen Waren. Und das machst du anhand der Seite, die ich jetzt eben gepostet habe, am besten. Falsch rum. Ich muss mich drehen, dann fliege ich nochmal ein Stück nach vorne. Wie gesagt, Angebot und Nachfrage. Das musst du beachten. Wie in jedem Wirtschaftssystem, ne? Richtig. So, ich habe auf jeden Fall schon mal richtig gemacht und den Antrieb reduziert. Ist das die 34? Das ist die 34. Landing Gear habe ich noch nicht raus. So, und... Landing Gear deployed. Landing Gear deployed. Ich orientiere mich zu stark an diesem blauen Balken da. Das ist gut. Zu stark. Zu stark, naja. Ja. Okay. Ohne Andotzen gelandet. Bitte erinnert mich mal dran, dass ich meine Strafe bezahle, wenn ich jetzt hier gleich... Oh ja, das probiere ich jetzt auch mal. Kontakte. ...der Schuster Station angedockt habe. Ah, Strafe. Aber ich denke ja doch wieder nicht dran. Wo zahle ich das denn? Party of Krimman oder Strafe insgesamt? Ah, da. Bestätigen. Kein Problem, Lord Raute. Immer wieder gerne. Keine offenen Strafen. Sehr geil. So, Auftragstafel. Machen Sie das Beste aus Ihren Fähigkeiten. Jetzt habe ich nochmal diesen Missions-Summary und dann sehe ich auch, was ich wo an Sachen gewinne, Einfluss etc. Also ich sehe jetzt hier, ich meine das nicht sehe. Also das sind keine Prozentanzeigen, aber ich sehe so kleine mintfarbene Pfeile. Entschuldigung. Ja, das ist der einzige Indikator, den du hast. Wie viel Prozent oder wie viel Punkte oder was, keine Ahnung. Okay, ich muss mal ganz kurz Chat mir wieder einblenden. Ich habe den nämlich gerade durch die Hektik hier. Hallo Serendipity. Meine Frau ist auch online und guckt beim Stream zu. So, wie viel Credits brauche ich denn, um diese Geschichte zu machen? Die Schilde, Stufe 2 und Gedöns? Guck einfach mal im Outfitting nach. In der Werbausstattung. Ich kann es jetzt nicht sagen. Okay. Ja? Ausstattung. In der ich werde runtergefahren. Ausstattungsgeschichte, ja. Ich muss das auch mal auf Deutsch spielen, damit ich dir die richtigen... Ist ja kein Problem. Ich meine, du spielst jetzt in Deutsch, weil es vorhanden ist. Ein bisschen Englisch können wir, ja. Hallo, Mr. Gosmo. Kannst du mal angezockt zu Renegade X machen? Das ist ein sehr geiles von Renegade X ist mir bekannt. Ja, nee, derzeit nicht. Also dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr, vielleicht etwas später. So, Impulslaser, innen, Kraftwerk. Wo sind denn Schildgenerator Stufe 3? Aber ich sollte erstmal gucken, was die kosten, oder? Muss ich das anklicken, diese Kategorie Schildgenerator? Nein, das sind die ganz unten, die Slots. Du musst ja einen Schildgenerator hast du ja schon drin. Ja. So, da klickst du drauf. Genau, das wollte ich ja sagen. Ja, habe genau. Ich. Und dann scrollst du runter. Du kannst jetzt leider nicht dir nur die Schildgeneratoren anzeigen lassen. Das musst du halt in der langen Liste dann da rausfinden. Nee, wenn ich hier klicke, geht's kaufen und ausrüsten. Da muss ich drauf klicken. Richtig, genau.
So, Schildgenerator, Klasse 2. 1978 Credits, die kann ich mir doch locker leisten. Oder sollte ich lieber nach dem Frachtmodul gucken? Welchen hast du denn im Moment? Klasse 3. Ja, dann solltest du nicht Klasse 2 kaufen. Ja, es hat doch jemand gesagt, ich soll den 3er ausbauen und den dafür ein 2er rein und dafür ein 8er Dings. Irgendwie sowas. Ach so, okay, gut. Ja, dann hast du weniger Schilde und mehr Frachtraum. Ja, okay, alles klar. Oh gut, dann also das, ja. 1100 könnte ich, aber ich sollte vielleicht erstmal nach dem Ladecontainer gucken, oder? Kannst du auch machen, ja. Lass mich mal ganz kurz hier landen und dann gucke ich in deinem Stream. Ja. Sekunde. Komm, lande. Lande. So, jetzt. Du bist jetzt beim Schildgen. Nee, welchen Slot bist du jetzt? Du musst mal zurückgehen, das sehe ich jetzt ja leider so nicht. Okay, ich bin in gar keinem Slot, sondern ich bin auf Innen gegangen. Innenbereich, okay. Mhm. Ich bleib jetzt mal da, damit du die Möglichkeit hast, im Stream das zu sehen. Ja, Stream Delay hindert mich noch dran. So. Also, du hast jetzt Treibstofftank, okay, Schildgeneratoren, Frachtgestell, den einfachen Aufklärungsscanner, den kannst du schon mal rausschmeißen. Den brauchst du im Moment nicht. Und den sage ich einfach verkaufen? Nee, du gehst einfach auf Buy, also auf Kaufen. Kaufen, ja. Hab ich. Und da kaufst du jetzt ein Frachtgestell, Kapazität? 2. 2. So, dann hast du schon mal 2 mehr. Aber es hieß nicht, ich sollte einen 8er kaufen? Kannst du dann zusätzlich noch... dürftest du noch machen können. Ich kann es jetzt wieder nicht sehen, sorry. Kauf mal den 2er einfach. Das macht nichts, du verlierst kein Geld. Du kannst es immer wieder verkaufen und... Hab ich getan. Nicht das Problem. Du hast nur nicht so viele Slots, glaube ich. Woran sehe ich denn, wie viele Slots ich habe oder sowas? Moment. Also, diese Innenslots, so nennt sich das in Deutsch, beginnt bei dem Schildgenerator. Du hast also Innenbereich, so heißt das ja. Ja. Du hast den Schildgenerator, Frachtgestell und nochmal das Frachtgestell. Das ist diese Innenbereich-Slots. Aber woran sehe ich denn, dass das jetzt, ich bin ja im Innenbereich und dass es bei Schildgenerator erst anfängt? Naja, weil Innenbereich unten drunter steht. Ah, da unten in Gelb, alles klar, ja, genau, alles klar. Richtig. Mhm. So. Jetzt meinte jemand, du könntest einen 8er reinmachen, wenn du einen Schildgenerator 2 einbaust. Probier das mal. Das wüsste ich jetzt nicht, dass es funktioniert, aber das kann gut möglich sein. Also kauf jetzt mal, geh auf den Schildgenerator und bau da mal einen 2er ein. Einfach erstmal kaufen und ausrüsten gehen. Ja, genau. Du brauchst es nicht mehr verkaufen, das ist. Kaufen. Das macht er dann automatisch, wenn du was Neues kaufst. Hab ich getan. Ja, Sekunde. So, dann machst du jetzt mal den Schildgenerator Klasse 2 rein, ja? Habe ich. Oder habe ich wieder 3? So, und jetzt gehst du mal auf das nächste, das Frachtgestell, den 2er. Ja. Und versuchst da mal jetzt einen 8er reinzumachen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Also, ich habe, wie gesagt, mit der Eagle habe ich noch nicht wirklich viel rumgefittert. Deswegen, das kann sein, dass das funktioniert. Muss aber jetzt nicht zwangsläufig. Also ich sehe mal hier nur rote Sachen. Schildgenerator, Treibstoffsammler, Raffinerie. Frachtgestell 4er kannst du reinmachen. Wo hast du den denn gesehen? Frachtgestell? Der war oben. Da warst du gerade mit der Maus drüber. Ah, da, 4, ja. Den könnte ich einbauen. Du kannst ja schon mal den 4er reinmachen. Immerhin etwas. Ja, aber einen 8er sehe ich jetzt keinen. Also das scheint da nicht möglich zu sein. Also 8er ist zu groß für die Eagle. Okay, aber ich habe ja, hab ja noch einen 2er drin. Wenn ich den umbaue, das geht auch nicht. Nee, du tauschst ja gerade den 2er in den 4er um. Nein, das aber ich habe doch drunter noch ein Frachtgestell mit 2. Ja, das könnte sein, dass du da jetzt noch einen 4er reinmachen kannst. Das musst du gucken. Das Problem ist, dass diese Innenbereich-Slots, glaube ich, auch nochmal unterteilt sind. Da gibt es kleine und mittlere, wenn ich mich nicht irre. Lass mich mal gucken. Hm. Achter ist dann Klasse 3. Hier steht was. Die schreiben mir mal im Chat. 2x4er. Ach so. Umgekehrt. Ja, das passt aber von der Masse her dann, glaube ich, nicht. In den Dreier-Slot kommt der 8er Frachtcontainer und in den freien 2er der kleine Generator. Ah. Ah, ja. Okay. Hm.
Ja. Ach so, okay. Also gehe ich hier hin und mache hier kaufen und kaufen. Aber wo ist denn der Achter? Ich sehe den nicht. Oder muss ich den anderen erst ausbauen? Ach, hier ist er. Ich sehe Verkauf ihn. mal alles. Zur Not verkaufst du alles. Dann Ich hast du hab's, ich definitiv den hab's. Platz. Und Ja? jetzt Okay. den Schildgenerator Klasse 2, gell? Kaufen. Bestätigen. Und was kommt in den Slot 1? Wieder Fracht? In Slot 1 kommt der Fracht und im Slot 2 kommt dann der Schildgenerator rein. Nein, das ist schon Genau. klar. In Slot 3 habe ich den Achter Frachtgestell drin. Richtig. Und in dem letzten lässt du am besten auch den Zweier drin, dann hast du jetzt 10 Frachtkapazität. Okay, das langt mir so, wie es jetzt ist. Vorerst. Zumindest kannst du Okay. jetzt Missionen machen, die zumindest mal 10 Space brauchen. Ja. Es schreibt jetzt so, Dementsprechend. wie es ist, passt es jetzt. Gut.